Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reden Talk. Mein Name ist Günther Keil und ich freue mich auch schon auf das Gespräch mit Maria Nicolai. Wir werden gleich live zu ihr schalten. Aber vorher noch ein paar Infos zu dieser Sendereihe. Sie wissen ja vermutlich, präsentiert wird Reden Talk von Ihrer örtlichen Buchhandlung. Und wir freuen uns, wenn Sie Fragen stellen. Machen Sie einfach mit, direkt an Maria Nicolai. Und ich versuche, so viele Fragen wie möglich an Sie weiterzugeben. Die ersten sind auch schon da. Ein Dankeschön dafür. Diese Veranstaltungsreihe bieten wir ja gratis an, aber wir freuen uns über Ihre freiwillige Unterstützung und wir blenden auch mehrmals während dieser Stunde den PayPal-Link ein. Also machen Sie mit. Alles, was da reinkommt, geht natürlich an die beteiligten Autorinnen. Jetzt aber die Hauptperson heute Abend mit ihrer international erfolgreichen Reihe Drei Bände von der Schokoladenvilla und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Darüber werden wir gleich sprechen. Jetzt erstmal ein herzliches Hallo, Maria Nicolai. Grüß dich. Hallo, guten Abend. Schön, dass ich dabei sein kann heute. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich habe gerade gesagt, die Erfolgsgeschichte geht weiter und weiter und weiter. Du bist jetzt schon in verschiedensten Ländern und ganz frisch auch in der Niederlande, oder? Erschienen. Also erschienen noch nicht, aber die Lizenz, also es wird im Laufe diesen Jahres der erste Band erscheinen und im Laufe des nächsten Jahres dann die beiden folgenden. Also das ist immer so, eine Lizenz ist verkauft und wir wissen jetzt auch schon, wann dann die Bände geplant sind. Gibt es auch schon Feedback aus den anderen Ländern? Hörst du da was von deinen Leserinnen? Ja, also die Schokoladenvilla ist ja in 6 Länder bisher verkauft worden und vor allem aus Spanien kommt sehr, sehr viel Feedback. Also die Leserinnen sind sehr aktiv und obwohl wir uns ja auch nicht verstehen, geht es halt über Herzchen und so kleine, oder auch, man versucht es auch natürlich, sich zu übersetzen, manchmal auch auf Englisch. Aber da ist der Austausch über Instagram vor allem sehr stark. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass das für viele in dieser Lockdown-Situation, weil Spanien war ja teilweise wirklich stark abgeriegelt, doch geholfen hat, dass die sich einfach ein bisschen in andere Welten versetzen konnten. Also die haben das sehr, sehr gern gelesen. Und natürlich gibt es immer eine gute Gelegenheit, gerade im Lockdown auch Schokolade zu essen. Und von daher sind deine Bücher natürlich auch perfekt geeignet. Aber wie ist es mit dir selbst jetzt über diese 3 Jahre, in denen die Bücher entstanden sind und die 3 Bände? Ganz ehrlich, kannst du manchmal Schokolade auch nicht mehr schmecken und sehen? Leider doch. Also es hat nicht geholfen, meine Lust auf Schokolade zu verringern. Ich esse sehr gern eher so einen zart-bitter Bereich. Also ich bin nicht so die ganz süße Vollmilchschokoladen-Liebhaberin, aber also ich glaube, es wird nicht enden. Und ich denke, ich habe da ein Erbe meines Vaters, das ich da weitertrage. Also ich und die Schokolade. Es ist nur so, dass ich jetzt natürlich, wenn ich nicht so einen Roman schreibe, vielleicht auch nicht so oft am Tag daran erinnert werde, dass ich jetzt auch Schokolade essen könnte. Das, was ich hinter dir sehe, diese verschiedenen Aufnahmen eines Pianos, das sagt schon was über dich aus, oder? Weil du kommst ja grundsätzlich aus einem komplett künstlerischen Umfeld. Und stimmt das eigentlich? Du hättest auch, ja, zum Beispiel Pianistin oder Musikerin, Theatermacherin werden können. Also grundsätzlich ja. Also ich komme aus einem Elternhaus und auch mit meinen Geschwistern, das sehr künstlerisch affin ist. Das ist richtig. Und wir haben alle Künste waren bei uns einfach präsent. Das war eben die Musik, das war aber auch das Wort, das war auch viel bildende Kunst und Töpfern. Also da gab es immer wieder, kommt man einfach unten rein in die Küche, dann ist alles voller Ton und dann sind alle am Töpfern. Das war bei uns schon durchaus möglich. Also so, ich bin jetzt im Klavierspielen. Ich habe 17 Jahre Klavierunterricht gehabt und ich spiele auch ab und zu gern von Hausgebrauch, aber das war es dann auch schon. Also mit der Pianistin, das hat nicht geklappt, da haben meine Ambitionen nicht gereicht. Und auch mit der bildenden Kunst, also ich habe Kunst im Abitur gehabt, aber letztendlich war es das Wort, das dann eben für mich die Ausdrucksform war, die künstlerische, die dann, in der ich einfach gemerkt habe, dass ich in der mich zu Hause fühle und auch so viel mich entwickeln konnte, dass es jetzt eben für eine schriftstellerische Karriere auch gereicht hat.
Du hast ja auch Gedichte geschrieben, machst es wahrscheinlich immer noch. Dieser Sprung oder diese Entwicklung, dieser Fluss zum Roman, war das für dich ganz normal, ganz logisch, ganz organisch oder doch auch eine Überraschung? Also ich denke, insgesamt war das eine organische Entwicklung. Als Kind habe ich so kleine Geschichten geschrieben und dazu Bilder gemalt. Ich habe da auch, wie gesagt, viele Gedichte geschrieben. Ich habe jetzt interessanterweise an Weihnachten kam mir so auch wieder ein Gedicht in den Sinn. Aber die Lyrik war dann schon relativ schnell so ein bisschen, also für mich wusste ich schon, dass es jetzt nicht die Ausdrucksform ist, in der ich mich jeden Tag bewege. Aber ich habe mich dann im historischen Sachbuchbereich ja lang aufgehalten und das war eigentlich eine gute Vorbereitung für die historischen Romane, die ja auch dann die Schokoladenvilla-Trilogie auch ein Stück weit ausmachen. Nämlich, dass die Romane einfach eine gute historische Recherche im Hintergrund haben und deshalb auch, sagen wir so, relativ plausibel in diese historische Kulisse eingebettet sind und auch oft mit historischen Personen verknüpft sind. Also. Wir sprechen sicher noch mehr über Geschichte auch und deinen Zugang dazu. Und für alle, die jetzt zuschauen, auch schon mal der Hinweis, Maria wird dreimal kurz aus dem Buch, aus dem dritten, letzten Band lesen. Und zwischendurch führen wir einfach unser Gespräch weiter und nehmen natürlich, wie schon angekündigt, gerne Fragen rein. Und Maria, da sind schon die ersten da. Elvira fragt zum Beispiel gleich mal bezogen auf deine Schokosaga, wird es einen vierten Band geben? Also im Moment ist es nicht angedacht und es gibt aber etwas Neues und zwar arbeite ich an einer neuen Trilogie und da wird im Herbst diesen Jahres eben der erste Band erscheinen. Auch da sind wir schon gespannt und da musst du wahrscheinlich von mir noch ein, zwei Fragen dazu aushalten, worum es da geht. Dazu dann auch später gerne mehr. Dann schreibt Ulla, vielen Dank, hab das Buch zu Weihnachten bekommen und danke für diese Veranstaltung. Ja, den Dank geben wir zurück. Toll, dass du zuguckst. Und Tamara schreibt gerade auch, ich habe noch keine Frage, aber ich bin dabei und sehr gespannt. Das freut uns auch. Genau. Dann Maria, ich habe durch sehr gut informierte Kreise und Quellen vernommen, dass du gestern Geburtstag hattest. Ist das richtig? Ja. Okay, ja, doch, so ist es. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Oder bist du jemand, es gibt ja Leute, die sagen, nee, das bringt Unglück im Nachhinein, gratuliert zu bekommen. Also ich nehme die Glückwünsche huldvoll vorher zum richtigen Zeitpunkt und auch noch im Nachhinein entgegen. Vielen Dank. Nee, ich freue mich. Ich denke, es ist immer schön. Ein guter Wunsch ist ja nie verkehrt. Und ja, doch, habe ich mir gestern ein bisschen einen schönen Tag gegönnt. Ist so ein schöner Tag dann auch mal ohne Arbeit? Oder würdest du jetzt sagen, das Schreiben ist gar nicht so sehr Arbeit? Du brauchst es einfach, du schreibst immer. Also es ist schon Arbeit und diese Schreibphase, in der ich jetzt auch gerade bin, wenn es dann so zum Abgabetermin hingeht, also empfinde ich schon auch als sehr anstrengend. Ich weiß nicht, das sind vielleicht manche auch anders. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich immer so ein bisschen eine bin, die einen gewissen Druck braucht, dass sie dann so richtig in Fahrt ist. Andererseits ist man dann auch ganz in dieser Bubble, sage ich immer, drin. Also man lebt dann quasi in dieser Romanwelt. Das könnte man, also ich könnte mir das ganze Jahr jetzt in der Schärfe gar nicht erlauben, weil ich habe auch noch Kinder und alles. Also das Leben hat ja auch noch seine Anforderungen. Also natürlich ist es so ein Grundrauschen, was dieser Beruf mit sich bringt, die Recherche, das Lesen, aber auch manchmal schreibt man schon was, wenn einem das einfällt, aber so richtig den Roman dann nachher fertigstellen und auch diese ganzen Handlungsstränge zu verknüpfen. Ich meine, es ist ja auch einfach in diesen Sagas, sind es ja mehrere Stränge, das ist dann auch sehr komplex. Das ist dann schon einfach auch natürlich Arbeit, das ist ganz klar. Und jetzt gestern an meinem Geburtstag habe ich dann doch also mir einen Tag Urlaub genommen. Sehr gut, hast du auch wirklich verdient. Da sind wir auch gleich beim Thema eben Arbeiten und Schreiben. Josephine fragt, wie viele Stunden Arbeit steckt eigentlich in einem Buch? Also in Stunden ist es, glaube ich, gar nicht jetzt so unbedingt auszudrücken, weil man hat eine Idee. Bei mir ist es so, dass ein Jahr ungefähr dauert, von der Idee bis zum fertigen Manuskript. Da ist es dann doch so, dass da eine Recherche vorausgeht. Und da jetzt, wenn ich zum Beispiel an den Ort gefahren bin, wo jetzt die nächste Saga spielt, dann sind es 2 Tage zum Beispiel mal dabei. Aber was ist da Recherche und was ist dann privat zum Beispiel, kann man auch oft nicht so
auseinanderhalten. Das Einlesen macht mir auch sehr viel Spaß. Ich lese ja gerne auch Sachbücher und in dem Fall muss es natürlich auch sein, aber da verschwimmt natürlich auch so das Interesse, das persönliche Interesse mit dem Beruf. Es ist dann, wenn es in die Schreibphase geht, die dauert etwa 3 bis 4 Monate, das ist dann das, wo der Roman dann tatsächlich auch entsteht. Aber es sind einfach wirklich bis von der ersten Überlegung, bis dann die Story steht, hat man natürlich einen Vorlauf und in dem ist eben so eine Entwicklungsarbeit und in Stunden kann man es eigentlich nicht ausdrücken. Ich glaube, jeder Autor ist praktisch irgendwie rund um die Uhr mit seinem Stoff beschäftigt in der einen oder anderen Form. Das kann man gar nicht so quantifizieren. Das stimmt, das kann ich mir vorstellen, dass die Figuren und auch die Handlung, wie du gesagt hast, sowieso immer da sind. Und ich habe auch mal von dem Autor, ich glaube, das war Krimi-Autor Jo Nesbø, die Aussage gehört. In einem Interview hat er mir gesagt, ja, wenn ich morgens um 6 aufwache und an irgendwas denke aus meinem neuen Roman, ja, das ist Arbeit. Das ja, kann ich absolut unterschreiben. Bei mir ist es so, dass tatsächlich gerade, also das Schreiben an sich, dieses Vorantreiben und Ausschmücken ist der eine Teil. Aber auch wenn diese Story dann immer weiter entsteht, gerade wenn sich das so verdichtet, dann vielleicht auch mal noch neue Impulse kommen, die man einbauen will. Oder man hat so einen Punkt, wo man nicht weiterkommt, wo der Twist nicht klar ist, wo es hingehen soll. Mir hilft da tatsächlich auch das Nachdenken in diesen frühen Morgenstunden. Da wache ich oft auch schon um 5 oder so auf und denke tatsächlich 1 oder 2 Stunden nach und entwickle. Und das ist natürlich auch die Frage, jemand von außen sagt, okay, da liegt jemand gemütlich im Bett und wir sagen, nee, wir arbeiten. Also das kann ich absolut so unterstreichen. Bei mir ist es manchmal auch noch beim Fahrradfahren. Das ist auch so ein bisschen, da komme ich auch so ein bisschen in diese Gedankenwelten und da lösen sich dann manchmal auch einfach manche Themen oder manche Twist-Sachen einfach dann gut auf. Und wenn man dann zurückkommt, kann man weitermachen. Gut. So, und Maria, wenn du magst, dann jetzt die letzte Stelle. Genau. Da möchte ich kurz voraus schieben, dass es um Brenda Fraser geht. Und das war auch das ist die Connection auch zu vorher. Es gab damals in New York die ersten It Girls. Und als ich das gelesen habe, fand ich das natürlich schon sehr spannend. Also alle, die sich jetzt heute über Social Media zeigen, die gab es eben damals eben auch. Und da gab es auch die ersten Zeitschriften, die praktisch aufgebaut haben. Und diese Mädchen hatten ein Debüt. Das wiederum hatten sich die amerikanischen Familien aus England abgeschaut, dass die praktisch die Mädchen in die Gesellschaft eingeführt wurden. Und dieses Debüt von Brenda Fraser, das beschreibe ich eben jetzt innerhalb dieser Passage, die ich euch jetzt vorlese. Das Ritz-Carlton in New York am 27. Dezember 1936. Endlich war der Tag da, den New Yorks High Society ungeduldig erwartet hatte, der die Titelseiten der Gazetten gefüllt und augenscheinlich jedes andere Thema verdrängt hatte, das Debüt von Brenda Fraser. Während unzählige Menschen noch immer mit den Folgen der Great Depression und unerträglich Brot kämpften, rüstete sich die Welt der Reichen und Schönen für eines der prächtigsten Feste, das die Stadt je gesehen hatte. Der Wirbel war groß. Die Redaktionen hatten sich auf Sonderberichterstattungen vorbereitet. Fotografen und Journalisten waren abgestellt, um die Ereignisse dieser Nacht zu dokumentieren. Victoria und Sally hatten sich bereits am frühen Nachmittag im Ritz-Carlton eingefunden, jenem exklusiven Hotel an der Fifth Avenue, in dessen Main Ballroom Suite das große Ereignis stattfand. Während sie ihr Schokoladenbuffet aufbauten, wurde der riesige Raum geschmückt und auf Hochglanz gebracht. Ein Techniker der Sweet Candy hatte auf Victorias Betreiben hin ein Kühlsystem entwickelt, das ihre empfindlichen Köstlichkeiten über längere Zeit frisch und ansehnlich halten sollte. Der clevere junge Mann stand auf Abruf bereit, falls es Probleme geben sollte. Der Mittelpunkt ihres Arrangements bildete Brenda Frasers Büste auf einem silbernen Tablett mit Perlrand. Die Hohlfigur war mit weißer Schokolade überzogen und sorgfältig geschminkt. Im Haar und auf dem Dekolleté trug sie die essbaren Zuckerdiamanten. Um die Büste herum legten sie in konzentrischen Kreisen die Pralinen mit Erdbeerfüllung, die unterschiedlich ausdekoriert waren. Mit getrockneten Erdbeeren, gehackten Pistazien, den Gelee-Diamanten und kleinen, rot gefärbten Zuckergittern. Einen eigenen Auftritt hatten die Lavendel-Pralines.
Sie lagen in länglichen Glasschalen, eine zarte Komposition aus Cremeweiß und Lila, dekoriert mit kandierten Lavendelblüten und weißen Rosen aus Marzipan und Fondant. In einer großen Silberschale lagen Schokoladentafeln unterschiedlichster Geschmacksrichtung, in einem Meer aus frischen Blüten in Altrosa und Rubinrot. Köstliche Champagnertrüffel fanden sich in einem Bett aus künstlichen Diamantsteinen. Frische Früchte hatten nach einem Bad in flüssiger Zartbitterschokolade eine knackige Hülle. Schokolierte Röstmandeln warteten mit einem Hauch von Zimt, Kardamom und Anis auf und erinnerten an die vergangenen Weihnachtstage. Besonders gelungen fand Victoria zudem die riesige Etagere, auf der sich feinste Miniaturkuchen Konkurrenz machten. Schokoladentörtchen, Biskuit und Fruchtschnitten, Frankfurter Kranz en Miniatur und kleine, neuartige Schwarzwälder Kirschtörtchen, deren Rezept Victoria erst kürzlich von ihrer Mutter bekommen hatte. Eine mehrstöckige, mit kandierten Blüten und Zuckerblättern verzierte Schokoladentorte vervollständigte den Reigen. Dazu gab es noch eine riesige Auswahl an Pralines, viele davon traditionelle Familienrezepte der Rothmans mit Karamell und Himbeeren, Fruchtgelee und Fondant, aber auch neue Kreationen, die sich dem amerikanischen Geschmack orientierten, wie mit Milchschokolade überzogene Erdnusskaramellen. Gemeinsam mit Sally und einigen Serviermädchen des Ritz-Carlton würden sie die Köstlichkeiten persönlich an die Gäste ausgeben. Denn bei nahezu 1.500 Geladenen wäre das Buffet sonst binnen kürzester Zeit leergefegt. Victoria spürte jeden einzelnen Muskel ihres Körpers, als sie ihr Arrangement mit frischen Blumen und immergrünen Zweigen ausschmückten und ihm mit weißen und roséfarbenen Satinbändern den letzten Schliff verpassten. Victoria hatte sich überlegt, kleine amerikanische Fähnchen dazu zu stecken, entschied sich nun aber dagegen. Sie war die German Chocolate Queen, ein Markenzeichen, das für sich selbst sprechen sollte, durch die Qualität des Caterings und die Einzigartigkeit der Produkte. Als sie endlich ganz fertig waren, trat Victoria ein paar Schritte zurück und ließ alles in Ruhe auf sich wirken. "Es ist perfekt", sagte sie glücklich zu Sally und nahm sie spontan in den Arm. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Debüt, das dann folgt. Brenda Fraser war krank an diesem Tag und sie hat sich den ganzen Tag mit einer Mischung aus Coca-Cola und Milch fit gehalten und hat so durchgehalten bis morgens. Ich glaube, um 6.30 Uhr ist sie dann zu Bett gegangen. Und diese ganzen Schokoköstlichkeiten, die haben wirklich das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ja, genau. Das war der eine oder andere im Kühlschrank. Ja, das mache ich jetzt auch gleich auf jeden Fall. Maria, ich gebe dir noch kurz ein paar liebe Grüße von Zuschauerinnen weiter. Viele haben sich bedankt, haben gesagt, danke für dieses Format. Wir sind so auf dich und die Reihe aufmerksam geworden. Zum Beispiel Claudia, Corinna und Hanne haben geschrieben, Dankeschön euch auch. Und Sabine hat geschrieben, sie war mal bei einer Lesung von dir mit Schokobuffet und sie zehrt immer noch davon. Das ist schön. Das freut mich. Ganz liebe Grüße an alle. Das ist toll. Freut mich sehr. Zum Schluss also nochmal der Hinweis. Maria, du gehst auf zu neuen Ufern. Du bist schon fleißig am Schreiben. Im Herbst werden wir also Neues von dir hören. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und jetzt erstmal danke für diese sehr, sehr schöne Stunde mit dir und alles Gute. Dankeschön. Ich danke dir auch. Es war mir wie immer eine Freude. Und allen, die zugeschaut und zugehört haben, ganz, ganz liebe Grüße und vielen Dank. Und ich freue mich, ihr dürft gern auch auf Social Media mit mir in Kontakt treten, über Facebook oder Instagram oder auch über meine Homepage. Ich freue mich immer und versuche das auch wirklich so persönlich wie möglich zu halten, wie es mir möglich ist. Und ja, und die neue Saga, das wollte ich auch noch sagen, wird am Bodensee spielen. Das ist sicher ein Sehnsuchtsort, den viele kennen. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.